Willkommen zurück zu Let's Play Sekunderzeit zu 3. Wir wollten mit den Leuten in der Schenke sprechen. Wir nehmen diesen Ritter an. Wir dürfen die Invasion von Altena nicht vergessen. Nein, dürfen wir nicht. Gerade wurde auf dem Hof eine große Kanone aufgestellt. Wofür sie wohl ist? Es scheint, als ob wir bereits hin könnten. Aber wir schon hier sind, oh ein Gut. Du zu bellen. Ja, Fuff. Mein Ritter, ihr habt dem König geholfen. Stimmt's? Gut, ich werde auch versuchen zu helfen. Das ist doch mal die richtige Einstellung. Gehört zu sagen. Und auch Maya zu gelangen, dass du die Gruppe über den Canyon überqueren. Die ist kaputte Gruppe, könnt ihr ihm eigentlich mal sagen. Sie sagt genau dasselbe. Schade, ja, ach so, das war die Frau. Halt, mit dem habe ich noch nicht geredet. Der Gedanke daran, jemand könnte in Fasena einfallen. Absurd, aber das ist doch passiert. Der Typ lebt irgendwie in einer ganz anderen Zeit, wie scheint. Der sich selbst opferte, um den Drachenkaiser zu besiegen. Er war ein großer Held. Ja, ich glaube, das war Lorax Vater. Auch wenn er den Namen der nordischen Gottheit trägt, die eigentlich kein Gott war, naja. Solltet euch die nordische Mythologie mal angucken, das ist nämlich eine gute Geschichte. Ah, was für Rüstungsläden. Ich will mal was Neues bekommen können. Ich stand zum Händler. Jetzt erst einmal für Gladius. Hatten wir bereits einen Adelhandschuh. Nein, ich wollte nicht kaufen, verdammt. Muss ich doch noch verkaufen. So, jetzt kann ich eigentlich mal den Werkstattteil angucken. Egal, gucken wir mal, ob es jemanden gibt. So, kaufen. Lederhandschuh. Partner. Ja, das ist besser. Nein, genau 2300. Ach, gerade Zahlen sind toll. So, da legen wir mal an. Eine Sache fehlt jetzt noch. Ich glaube, hier kommt man aber erst wirklich spät. So, könnten Ringe sein oder sowas. Ich glaube, die helfen da auch ein bisschen mehr, als bloß die Verteidigung zu erhöhen. Sieht man ja, dass wir ein paar Werte haben. So. Ah, jetzt habe ich wieder was vergessen. Halt, nein, ich kann ja gar nichts verkaufen. Das da könnte ein großer Bohrer sein, bin mir ganz sicher. Sollte ich. Achso. Wartet, bitte lass wenigstens dieses Haus aus. Meines. Hat uns einfach rausgeschoben. Als ich meine Reise begann, entschied ich erst zurückzukommen, wenn ich Koran besiegt habe. Okay, verstanden. Dann wurde respektieren wir seinen Wunsch. Vielleicht will auch wohl nicht, dass wir seine Schweinshäftchen finden. Achtung, bissiger Hund. Hier sieht nicht bissiger aus. Er schläft. Er schläft einfach nur. So, das Innen. Dann schon übernachten gehen. Keinen Samen bis jetzt. Genau, ich habe keinen Samen. Da kann man nämlich Samen pflanzen. Hallo? Ist ja doch nach hinten. Da steht die Frau. Kurz bin ich mein Schiff nach Jahren auf. Der Hafen liegt direkt neben Wendel. Was? Ja, wurde angegriffen? Das ist ja schrecklich. Ja, das war mit diesem meiner Kollegen. Ja, tut mir leid, ich habe nichts damit zu tun. Ach, wie schön. Das ist kostenlos. Immer am heiligen Malertag kann man nämlich kostenfrei übernachten. Sowas wie der Sonntag. Nur bei uns am Sonntag dürfen wir auch bezahlen. Da sind wir nicht so kulant. Jetzt ist der Lunatiktag. Bis wir Lunatik treffen, das wird noch eine Weile dauern. Als nächstes werden wir wohl Elektra treffen, weil wir jetzt den Windmanerstein gehen wollen. Das Mädchen ist wohl nicht da. Mama sagte immer, man soll nicht zu schnell gehen. Ja, so fällst du mir hin. Hallo, Wendys Bruder. Ja, Dora hat auch eine kleine Schwester. Deshalb fällt mir alles immer, wenn man Storyline spielt. Aber ich habe mich ja nicht für Dorans Storyline entschieden. Die Kanone von meinem Bruder ist fertig aufgestellt. Bereit für den Flug nach Maya? Ja, ich habe jetzt auch noch eine Gehirnerschütterung und ein paar innere Blutungen. Tut aber weniger weh, jetzt von den Monstern angegriffen zu werden, aus irgendeinem Grund.
Okay, das wäre ja auch ein bisschen mies, wenn man aus dem Kanonenflug immer keine Energie mehr hätte. Soll ich sagen, die sind jetzt ziemlich akkurat. Zuerst sind wir nicht richtig in Fossena gelandet, aber jetzt landen wir genau sogar bei den Kanonen. Ich glaube, sie haben es jetzt hin mit den Einstellungen. Keine Zeit, die Gehirne für dumm auszukurieren. Oh, mein Bruder hat mich mit seiner Kanone zurückgeschickt. Es funktioniert. Und es ist Zeit für Phase 2. Ich schicke jedem, den ich kenne, so eine Kanone. Unser neues Kanonentransportsystem wird die Fährenindustrie aus dem Geschäft werfen. Eines Tages werden wir alle nur noch so reisen. Hehehe. Er wird recht behalten. Oder hat man sich mit Dufmann irgendwo ein Schiff gesehen? Das Sandschiff. Das fällt mir jetzt spontan ein. Ab auf die Goldstraße. Für die sind wir jetzt wahrscheinlich zu stark. Egal, wir machen trotzdem. Zumindest die Eckleiter müssen in die Quere kommen. Nee, weil ich so komme aus in die Quere. Das findest du nicht mal auf dem Schwarzmarkt. Und der Junge
Spaß macht, aber oft schläft sie vorher schon ein. Wo ist denn deine Oma? Das wird wohl nicht die Katze sein. Palo ist nahe dem Eingang zur Rolande, dem Königreich des Windes. Aber wenn ich du wäre, würde ich mich davon fernhalten. Rolande wurde vor kurzem von Navarre erobert. Sie töteten unter anderem den König. Warum macht es diese nicht zu einer Weise? Und zur rechtmäßigen Königin? Ich fahre zwar schön auch Tänzerinnen ein. Nee, das ist nichts für uns, wir wollen nur tanzen. Wir sind Kämpfer. In meiner Freizeit gehe ich tanzen. So, da ist das Schiff. Fahrt nach Palo kostet 50 Lug, also 150 Lug für uns alle. Ja, wir kommen mit. Lichten. Auf geht's. Ich bin der Kanone. Weg zu erzählen, ist viel eigentlich. Das ist ja noch Ziel, die glaube ich auch genießen. Da drüben ist unser Ziel. Und keine Sorge, die Welt hier ist rund. Ich werde also einfach hier links aus der Karte rausgehen. Einfach einmal den Erdball gesperrt. Überquert, nicht gesperrt. Durchquert, wenn wir innen gehen. Und wir werden anlegen. Die Fischerstadt Palo. So, ich werde jetzt mal ein Safe-State setzen, weil in der Stadt, da gab es immer mal wieder einen kleinen Glitch und da müsste ich alles nochmal machen, deswegen. So, jetzt mehr Safe-State, falls dieser Glitch passiert. Palo gehört uns zum Navarre-Königreich, ihr müsst euch uns fügen. Stopp, Lizzie, muss ruhig bleiben, darf sie nicht wissen lassen. Ja genau, das war dieser Glitch. Von vorne an. Das ist das Problem, wenn man die sie dabei hat. Da passiert irgendwie dieser Glitch, also muss ja nicht mit den Typen hier reden. Ja, lass sie uns sonst in Ruhe lassen. Sind die Leute in den Häusern? So, wir müssen jetzt erstmal nicht übernachten. Aber wir könnten. Jetzt bleibt doch die am Blutkopf hängen, die Idioten. Ob es neue Waffen und Rüstungen gibt. Seid ihr? Willkommen! Sieht gut aus. Zu viel. So, erstmal eine Uniform. Und ein Kriegerband. So, das Bornleder ist für Divi. Für alle ein neues. So, für Dogan das Zeug. Und im nächsten Part werde ich es ausrüsten. Dieser Part ist gerade zu Ende gegangen.